Hallo, ich wünsche dir einen wunderschönen guten Abend. Ich möchte mal ganz spontan was mit dir teilen hier. Ich bin ja gerade am Flughafen unterwegs und habe heute Morgen ein paar wunderbare Gespräche geführt mit wunderbaren Frauen. Und was mir in der letzten Zeit so sehr auffällt, und deshalb die Frage an dich, und so habe ich das hier ja auch genannt, wo ist eigentlich dein geniales Leben geblieben? Was mir auffällt, ist, dass es so, so schwer vielen fällt, wenn ich sie dazu einlade, mal wieder groß zu träumen, sich mal vorzustellen, wie so der optimale Tag zum Beispiel in einem Jahr ausschauen würde. Wie schnell das Gegenüber da immer wieder in Prägungen ist, in Themen, ich würde ja gerne, aber das geht ja nicht. Oder überhaupt dabei ist, sich irgendwie zu arrangieren, also überhaupt nicht erlaubt mal wieder sich das optimale Leben überhaupt nur mal vorzustellen. Das finde ich so, so schade. Deshalb möchte ich dich mal dazu einladen, ja, mal wirklich nochmal dich zurückzuerinnern, als du ein kleines Kind warst, so mit 3, 4 Jahren, oder wenn es dir schwerfällt, dich zurückzuerinnern, wie du als kleines Kind geträumt hast, dann stell dir doch einfach mal kleine Kinder vor, so im Alter von 3, 4 Jahren, wie die alles erreichen können. Und so warst du letzten Endes auch, wenn du dich jetzt nicht mehr zurückerinnerst, dann sind das einfach Dinge, die in dir verschüttet sind. Aber du bist doch auch mal hier auf die Welt gekommen mit einem Seelenplan. Du hattest vor, die Welt zu erobern. Es war alles möglich für dich. Als Kind bist du morgens aufgestanden und hast gejubelt. Mit großen Augen wolltest du die Welt entdecken, wolltest alles erreichen in deinem Leben. Und dann ist ja so viel verschüttet worden in dir. Oder in uns. War ja bei mir nicht anders. Ich bin ja auch nicht anders aufgewachsen. Mich ja auch befreit einfach von allem, habe angefangen anders zu denken, denn mit unseren Gedanken erschaffen wir uns ja letzten Endes unsere Realität im Außen. Und das fällt mir in der letzten Zeit so ganz extrem auf, wie schwer es uns fällt, wenn ich dazu einlade, jetzt hier, stell dir mal deinen optimalen Tag vor, dein optimales Leben, mal nur einen Tag. Wie stehst du morgens auf? Wo stehst du morgens auf? Welche Menschen sind um dich? Was machst du tagsüber? Mit wem verbringst du deinen Tag? Was machst du tagsüber überhaupt? Wie schnell das Gegenüber da immer wieder in den Prägungen drin ist und sofort der Kopf, der Denker einsetzt, das geht nicht, weil, und immer so dabei ist, sich mit irgendwelchen Dingen zu arrangieren. Und schau mal, so arrangieren wir uns das ganze Leben. Deshalb erlaube dir doch mal wieder zu träumen, dich zu erinnern, was du als Kind eigentlich erreichen wolltest, was du als Kind entdecken wolltest, wie du dir dein Leben vorgestellt hast mal, was du machen wolltest, und erlaub dir doch mal wieder zu träumen, und jedes Mal, beobachte dich mal dabei, jedes Mal, wenn dein Denker, dein Kopf, dein Verstand, diese ganzen Prägungen, der ganze Kram, der in uns da abgespeichert ist, wenn der dir sagt, das geht doch nicht, weil, oder du merkst, dass du dich irgendwie wieder arrangierst oder so Deckel da über dem Kopf hast und dir gar nicht wirklich erlaubst mal, dir dein Traumleben zunächst mal vorzustellen, dann hinterfrag das mal und stell dir mal vor, es ist alles möglich. Ich könnte dir einen Zauberstab geben und es ist alles möglich. Stell dir das vielleicht dann mal vor, vielleicht hilft dir so diese Metapher. Du bekommst einen Zauberstab von mir, hast einen Wunsch frei und es ist alles möglich für dich. Wie schaut dann dein optimaler Tag aus? Erlaub dir das mal wieder in die Richtung zu denken. Okay, ich wünsche dir einen wunderschönen Abend noch, und vielleicht magst du das ja auch heute Abend noch vor dem Zu-Bett-Gehen machen. Dann kannst du nämlich auch mit diesen wunderbaren Gedanken, vielleicht auch mit einem Lächeln einschlafen. Denn das ist so der erste Schritt, wenn du das manifestierst und in die Richtung mal wieder beginnst zu denken, um dann weitere Schritte einfach zu gehen. Klar, von nichts
kommt nichts. Es gilt dann natürlich auch weitere Schritte zu gehen, nur zu träumen und Om zu singen oder Mantren zu singen, das funktioniert auch nicht. Sondern man darf natürlich auch etwas dafür tun. Das ist klar. Aber der allererste Schritt ist überhaupt mal die Vorstellung, sich wieder zu erlauben von dem optimalen Leben. Okay? Also, ich wünsche dir viel Freude dabei, mal wieder dir zu erlauben, groß zu träumen. Und einen wunderschönen Abend noch. Bis ganz bald. Ciao.